Hey Leute, willkommen zurück zu Rookbook. Wir starten einen neuen Lauf plus. Ich hatte da noch 3 Seiten, aber mit den 3 Seiten kann ich jetzt gerade eh nichts machen. Ich glaube, ich brauche mindestens 5 oder 6 waren das. Und gerade jetzt bei den Sachen, die ich mir da so angeguckt habe, müssten es auch noch mehr werden. Ist halt auch die Frage, wo ich dann die Punkte weiter rein investiere, ob ich mehr gucke, dass ich defensive Sachen nehme. Wobei sowas wie mehr Heilung für einzelne Helden ist halt auch ein bisschen blöd, weil da muss man im Prinzip die Helden auch spielen, damit man diesen Effekt hat. Und so ein großes Plus war das, glaube ich, auch nicht. Deswegen würde ich mich sowieso erstmal auf Sachen dann konzentrieren, die dann für alle gelten. Gut, wir machen das jetzt. Ja, ich nehme ihn jetzt nicht nochmal. Ich glaube, ich wechsle erstmal wieder. Das war jetzt ein Erfolgserlebnis. Das heißt, da kann es jetzt erstmal wieder schief gehen. Ich mache jetzt wieder hier, was ich halt noch nicht hatte, war sie und ihn. Aber ich glaube, ich mache das jetzt wieder 0815. Okay. Dich nehmen wir mit. Und dann, was haben wir denn jetzt hier? Epilog. Wir haben eine Geschichte des Rookbook abgeschlossen, sind aber immer noch in seinen Seiten gefangen. Wir müssen uns mehr anstrengen. Wir müssen in die Epiloge reisen, ein sehr gefährlicher Ort. Es gibt 3 Arten von Geschichten in den Epilogen. Reichtum, Erkundung und Heldentum. Immer wenn du jenseits dieses Tores und auf Erkundung gehst, kannst du eine von ihnen wählen. Das Rookbook ist großzügig, in dem Sinne, dass du eine beliebige Geschichte wählen kannst oder auch gar keine. Wirf einen Blick auf das, was sich darin befindet. Okay, Feenjagd. Lass 2 zusätzliche Feen pro Kapitel erscheinen. Alle Feen werden enthüllt und sperren deinen Pinsel und deine Tinten nicht mehr. Alle Preise werden um 60% erhöht. Das hatte ich mir schon so gedacht, dass die Dinger einen positiven und einen negativen Effekt haben. Du musst zuerst die, heißt das, ich muss hier 5 von 5 das voll machen, damit ich dann, oder wird das direkt dann so freigeschaltet? Was hätten wir denn hier? Tintenforscher, starte mit Tinten und ohne Pinsel, kämpfe die Tinten, liefern jetzt Pinsel, kämpfe die Pinsel, liefern jetzt Tinten. Ja, okay, könnte man machen, warum nicht? Gladiator, alle Elitekämpfe sind obligatorisch, alle Eliten verursachen 20% mehr Schaden. Autsch. Autsch. Jede Geschichte innerhalb der Epiloge wird unsere Reise auf einzigartige Weise verändern. Je mehr Geschichten du willst, desto größer sind die Herausforderungen. Ja, okay, desto mehr Bonus bekomme ich aber auch, wahrscheinlich. Hier erfährst du mehr über die Belohnung, die du erhältst und die Herausforderungen, denen du dich stellen musst, je nachdem, was du gewählt hast. Du musst frühere Epiloge abschließen, um weitere Geschichten lesen zu können. Kein Lesen außerhalb der Reihenfolge, alles klar. Mit zunehmender Seitenzahl des Buches werden schwierigere Epiloge geschrieben. Ein kluger Leser würde so viele davon sammeln wie möglich. Vielleicht gelingt uns mit genügend von ihnen die Flucht. Ja, wenn ich das jetzt hier alles mache, dann Epilog 3. Wir haben Epilog. Ach, okay, das steht hier nochmal alles. Schwierigkeit. Okay. Seitenmodifikator 1440%. Ja, gut, ne? Also, +15. Oha. Preise werden um 60% erhöht. Kann man? Ich glaube, das kann man vielleicht zum Teil schon umgehen. Es ist natürlich die Frage, was man dann bekommt, aber das klingt erstmal ganz okay. Das klingt hier auch ganz okay, aber ich würde 2050 ist alles 2050. Leider kann ich mir noch nicht anschauen, was das hier gibt. Das ist ein bisschen schade. Obwohl, das brauche ich jetzt. Naja, Feen geben mehr Gold. Deswegen, ja, das wird aber auch alles, ja, ich würde eher hiermit starten. Das klingt erstmal okay. Gut, dann legen wir auch direkt los. Sind ja erst 5 Minuten vergangen. Ich meine, wie lange kann das Video schon gehen?
Gut, dann werde ich mich natürlich erstmal auf die Haupt... You ready, big guy? I am always ready. ...Wege konzentrieren müssen, damit wir halt auch wieder da was von bekommen. Was können wir denn hier erstmal ziehen? Schmetterschlag. Ja, müsste ich null, mit Nullerkarten wäre das was. Nach vorn, greife zweimal für 7 an. Wenn Scharamut hat, erhält sie 10 Block. Ich glaube, ich nehme die Rauchbombe. Die ist eigentlich echt praktisch, weil sie hält nicht so viel aus. Dann kriegen wir zusätzlich noch Block und sie geht nach hinten. Also von daher würde ich eigentlich auch fast immer mitnehmen. Auch wenn ich so Rocco dann vielleicht wieder etwas defensiver spiele. Okay, wir können direkt mal ein bisschen... Naja, okay, machen wir das so. Dann blocke ich halt ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir hier Rauchbombe und Ausfallschritt. Tja, dann würde ich halt auf jeden Fall... ...das erstmal so machen. Also später kann man durchaus auch... ...hier und da, ja, Heilung nicht wirklich bekommen. Zumindest habe ich bisher noch keine großartig gesehen. Vielleicht gibt es da noch Karten für, aber... ...mit Cypher oder Cypher ist das natürlich sehr viel... einfacher. Und wenn ich es mir jetzt leicht machen würde, hätte ich ihn wieder genommen. Aber ich dachte mir, ich will jetzt auch nicht immer wieder dieselben nehmen oder ähnliche Kombinationen. Aber Cypher und sie hier, Shara, würde ich halt auch irgendwann nochmal spielen wollen. So, das ist schon ein bisschen mehr. Wir können jetzt... ...bisschen... Ja, das bringt es jetzt nicht so wirklich. Gut, ja, nach dem Boss werde ich geheilt, ne? Aber dazwischen kann man halt auch sehr auf die Nase bekommen. Und da bin ich ja am Anfang auch hier und da schon mal in das Problem gelaufen, dass die einfach dann beim Bosskampf viel zu wenig Leben hatten. Was war das jetzt wieder? Aura der Schwäche. Weniger Angriffsschaden. Ausfallschritt und dann... draufhauen. So, da haben wir jetzt schon Pinsel und dann gucken wir mal. Das ist auch wieder so weit weg. Das wäre natürlich auch super doof, wenn Elite-Kämpfe Pflicht sind und ich gehe auf so ein Aufdeckungsfeld und der deckt mir da am Arsch der Welt so einen Elite-Kampf auf. Da muss ich da ja zwingend hin, oder? Das wäre ganz cool. Fernkampf. Ja, ich glaube... den kann ich mitnehmen. Also der ist, glaube ich, schon ganz praktisch. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht hin. Oh, das wäre natürlich auch nett. Komme ich aber nicht hin. So. Und das ist jetzt hier auch alles ein bisschen blöd, weil da kommen wir so auch nicht hin. Ich müsste, wenn... erstmal hier über die Seite so ein bisschen gehen. Dann haben wir da schon mal Heilung. Und dann kommen wir direkt danach auch zum Turm. Also muss man natürlich dann schon anpassen, wie man dann wirklich vorgeht. Und ich habe halt keinen Flächenschaden. Das ist jetzt an der Stelle wieder ein bisschen doof. Aber okay. Ah, das wäre jetzt halt echt ein bisschen... Das
10, 12, 6 könnten wir rausnehmen. Oder ich spiele jetzt Verteidigen und Schützen. Das wären dann 14. Ich glaube, wir machen das so. Gut, dann können wir dich ausschalten. Auf jeden Fall zum Beispiel hier mit dem Pferdemeister. Den werde ich auf jeden Fall jetzt schon spielen, natürlich. Und das wären dann 8, 5, 16. Das ist halt auch schon wieder ein bisschen blöd. Ich könnte jetzt sagen, ich gehe jetzt hier in die Offensive. Dann gehst du vorne hin, weil du kannst, hältst einfach mehr aus. Ich bin halt eigentlich schon... Er beschwört direkt wieder zwei weitere. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, er wird nur einen beschwören, aber okay. Okay, das könnte zum Problem werden. Weil du kannst ihn direkt rauskegeln. Und jetzt habe ich hier schon wieder so ein bisschen... Ich muss sie gleichmäßig runterkloppen. Also, dass ich jetzt quasi beide erledigen kann und vielleicht ihn dann noch. Er ist aber schon ein bisschen knifflig jetzt hier. Dann können wir jetzt zum Beispiel das einmal so machen. Wir haben sogar... Das ist halt, wenn man da eine Karte hat mit Flächenschaden, macht das, Ganze, den ganzen Kampf so viel einfacher. Tintenforscher. Das ist das. Das wird da nochmal angezeigt. Yay, noch ein Pinsel. So. Heilung werde ich mir natürlich erst nochmal aufheben. Ja gut, Graben für mehr Gold finde ich jetzt erstmal nicht so wichtig. Platt machen klingt ganz gut. Konter. Erhalte 7 Block während des nächsten Zuges des Gegners. Fügst du deiner Hand einen Dolch hinzu, immer wenn ein Angriff voll geblockt wird. Jedes Mal, wenn ein Angriff geblockt wird. Dolche sind schon super, aber da braucht man halt die passenden Karten für. Ich glaube, sowas wie platt machen wäre an der Stelle jetzt erstmal besser, weil 25 Damage für 2, das ist halt schon nicht zu verachten. Also ich glaube, es ist keine Option, jetzt zu sagen, ich überspringe das, weil ich das alles nicht haben will. Ich brauche auf jeden Fall irgendwelche Karten hier am Anfang. Und ich nehme jetzt mal platt machen. Wir haben jetzt noch gar keine offensive Karte bekommen. Dann machen wir das doch lieber erstmal so. Nun gut. Wir könnten da doch hin, aber ich will dann doch erstmal hier zum Turm. Bevor ich dann da rechts hingehe und da ist nichts anderes und dann komme ich nicht mehr zum Turm. Das war jetzt so der Gedanke dahinter. So, Ausfallschritt. Ja, platt machen ist jetzt an der Stelle schon nicht verkehrt. Es reicht halt noch nicht. Also auf jeden Fall machen wir das dann. Ich spiele Pferdemeister, verteidigen, verteidigen. 12, dann können wir das blocken. Den Pferdemeister nehme ich jetzt auch nicht unbedingt wegen des Schadens mit, sondern einfach, dass ich halt noch mal eine Option habe, die beiden zu wechseln. Weil sie halt so wenig Leben hat. Schaden ist ganz nett, der dabei rumkommt. Ja, auf jeden Fall, aber ja.
So, bitte einmal verteidigen. Das mit den 5 Block ist zwar jetzt am Anfang noch ein bisschen nervig, aber da kann ich auf jeden Fall mit umgehen. So, Ausfallschritt. Schlag. Schützen. Vielleicht werde ich Sorokko auch mal... Irgendwann werde ich mit Sicherheit mal offensiv spielen. Oder mal gucken. Das kann ich halt so nicht sagen. Ne? Ich muss gucken, welche Karten ich kriege. Und wenn das machbar ist, wenn ich da mal eine Chance für sehe, dann mache ich das. Und wenn es nicht geht, geht es halt nicht. So, platt machen kostet jetzt 3. Das ist halt alles ein bisschen blöd, aber wir können dich erledigen. Ja, das ist doch schon mal super. Und dann bitte Schaden blocken. Da haben wir direkt noch einen Pinsel. Das ist jetzt an der Stelle hier wieder ein bisschen blöd. Ich würde sagen, wir machen das jetzt. Nehmen einmal das Feld und dann bitte hier 3 und dann hätten wir das schon mal. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Echter Diamant finde ich jetzt nicht so toll. Zieh eine Karte, wirf eine Karte ab. Ja, ich nehme Wächterdiamant mit. Und ich könnte das natürlich in Plattmachen reinsetzen, weil ich die sehr, sehr... Das wäre halt eher was für eine Karte, die ich nicht so oft spiele. Auf der anderen Seite, ich glaube... Wir machen das so. War jetzt, glaube ich... Also ich weiß nicht so richtig, wo ich die reinsetzen soll. Was haben wir jetzt hier? Wächterschlag auf keinen Fall. Kriegsschrei, das wäre halt was, ne? Mit Stärke skaliert das ein bisschen. Dann könnte man das durchaus nehmen, aber so jetzt würde ich das nicht nehmen. Das auch nicht unbedingt, weil 2 Stärke mehr finde ich nicht so toll. Das würde ich vielleicht nochmal nehmen, dann haben wir garantiert 11 Block mit dem Verbündeten. Das ist halt schon wieder eine Blockkarte. So, was haben wir hier? Messer jonglieren. Ja, das hätte jetzt super geklappt mit Messern. Hast du am Ende des Zuges der Gegner noch Blocken, füge deiner Hand eine Kopfnuss hinzu. Hartgesotten, ja, gut, Schläger ist so ein bisschen situationsbedingt. Messer jonglieren ist auch, ja, dann nehme ich Hartgesotten. Es sind nur 3 Leben, aber es ist eine Heilung. Dann können wir jetzt hier mal platt machen nehmen. So, Pferdemeister, Rauchbombe. Ja gut, die Karten sind jetzt alle nicht so toll, aber wir können trotzdem ein bisschen Schaden machen. Schlechter wäre nur noch, wenn ich da in so einem Zug nur Blockkarten hätte, wenn der Gegner gar nicht angreift. 18, wir haben 4, ja, hier einmal platt machen. Für sowas ist das gerade am Anfang mit platt machen echt gut. Aber gerade später fällt das dann halt auch ab, um Schaden.
Aber ich habe es halt auch mitgenommen, weil ich bisher irgendwie nur Blockkarten bekommen habe. So, wir haben jetzt 4 Pinsel, aber sonst nichts mehr. Das ist ein bisschen schwierig. Ich könnte halt noch mal gucken. Das ist halt echt ein bisschen Verschwendung. Aber dann haben wir hier noch einen normalen Kampf. Ich brauche unbedingt einen Flächenangriff. Sowas von. So, Pferdemeister. Schützen. Verteidigen. Und einmal draufhauen. Manchmal nimmt er das nicht. Oder ich bin zu schnell. Uff. Das wären 12. Dann würde ich halt auf jeden Fall dich schon mal rausnehmen. Einmal Phalanx spielen. Und dann noch verteidigen. So, Rocco hat jetzt halt echt schon gut kassiert. Mit Plattmachen komme ich jetzt auch nicht so weit. Beziehungsweise wir können ja dich rausnehmen, dann spielen wir einmal Rauchbombe. Ja, das Problem ist nur, dass ich jetzt erstmal das Schild wegmachen müsste. Macht zumindest so der Verbündete noch ein bisschen Schaden. Also es dauert im Prinzip dann doch jetzt hier am Anfang bei denen zu, bis ich die dann auch wirklich angreifen kann. Und dann sollte ich das natürlich auch nutzen. 13. Wir hauen jetzt drauf. Naja, so halbwegs. Fürchte nämlich, genau, jetzt gibt er sich gleich wieder ein Schild und davon muss ich den eigentlich dann direkt ausschalten. Obwohl, das ist gerade doof. Dann würde ich eher dich ausschalten. Einen hat er noch. Ah gut, das ist auch kein Thema. Solange wir 2 Schläge bekommen. Sind halt doch schon ein paar Kämpfe. Wenn man jedes Mal keinen Schaden bekommt und dann um 3 heilt, das ist schon nicht verkehrt. Gelehrtenquelle, okay. Und sonst so. Jetzt kommen wir da endlich hin. Also ich habe da jetzt eh schon so viele Pinsel ausgegeben dafür. Dann nehme ich auch den letzten, um dann da hinzukommen. Weil das ist halt echt nicht ohne. Zumindest zu Kampfbeginn. 191 haben wir. Und wir könnten jetzt zum Elite oder wir gehen einmal zum Händler. Ich hätte gern noch irgendwas Brauchbares. Blutstein. Mehr Heilung. Könnte man machen. Tapferkeit. Bluten haben wir nicht mit Klingendreh, Fokus. Wüsste ich jetzt auch nicht. Blani. Da kriegen wir mehr Karten. Also ich würde halt schon den Blutstein nehmen. Gut, Tiki-Totem wäre halt mit Cypher ganz gut. Ja, ich nehme hier einen Blutstein. Hallo? Und den bekommst du. Dann halt er nach jedem Kampf um 7.
Ich bin jetzt mal so frei und nehme jetzt noch erstmal keine Heilung. Wir schauen erstmal, wie das hier läuft. Viertel hat er noch. 28 Damage wird er jetzt machen. Jetzt kriegen wir platt machen, ausgerechnet jetzt. Und was die anderen Sachen so angeht. Ich würde schon sagen. Ja, sie kann mal ein bisschen was kassieren. Das sind jetzt auch nicht so tolle Karten. Sechzehn mal zwei würdest du machen, dann spielen wir jetzt Phalanx. Verteidigen. Verteidigen. Hier auf platt machen, habe ich nämlich gewartet. Dann hast du noch 15. Das wären dann 8 und es wird nicht reichen. Es. Ja, okay. Wir machen das jetzt trotzdem so. Weil den kann er sich jetzt noch fangen. Also ich bin bisher so mit den Karten echt nicht zufrieden. Alles schon wieder so ein bisschen. Die sind okay für den Anfang, ja, aber gerade jetzt, wenn es dann weitergeht, könnte das schon ein bisschen schwieriger werden, da entsprechend den Schaden an die Gegner zu bringen. Das hat man jetzt ja schon am Anfang gemerkt. Magdas Fächer. Das wäre, glaube ich, für ihn ganz gut. Okay. Ja, dann werde ich natürlich jetzt erstmal hier. Boah, das ist halt echt die Frage. Hebe ich mir das nicht? Ich hebe mir einmal auf. Einmal hebe ich mir auf. So, meine Freunde. Ich habe jetzt hier gerade so viel Energie. Aber dann auch diese ganzen Blockkarten hier wieder. Sieben mal drei. Okay. Jetzt habe ich natürlich platt machen. Das ist auch momentan vom Timing her mit platt machen echt ein bisschen unschön. So meine Zweifel, dass ich den kaputt kriege. Damit sie auch noch einmal verteidigen. Einmal Schaden machen, bitte.
Einmal verteidigen. Tja, da waren schon 30 Damage. Ich habe auch teilweise immer Energie übrig. Das ist natürlich noch blöder dann. Ja, das sind auch halt auch alles hier wieder super Sachen. Ich spiele platt machen. Und ich spiele verteidigen. Und jetzt haben wir die erst auf die Hälfte runter. Gott sei Dank habe ich am Anfang ein paar Blockkarten mitgenommen. Dann dauert das alles zwar ganz schön lange, aber es noch geht. Jetzt sind da schon 30 Damage. Und ich kann dann halt auch nicht, jetzt habe ich wieder platt machen, aber kann ich nicht nutzen, weil das ist einfach zu viel Schaden. Das könnte hier halt echt knapp werden. Der hat mal so ein paar Angriffe, dann sind das nur 10 Damage, aber dann haut er irgendwie 30 raus. Die 10 sind natürlich kein Problem. Ich mache jetzt hier Schaden. So. Du hast noch das. Du würdest jetzt 7 machen. Dann hauen wir jetzt nochmal drauf. Ich muss jetzt einfach gucken, dass ich Schaden mache. Ja, das ist auch alles wieder sehr blöd zum Teil. Aber gut, den Schaden können wir blocken. Wenn der gleich nochmal so 30 raushaut, dann habe ich echt ein Problem. Das ist halt auch schon wieder so viel, dann... Machen wir das so. Wären auch schon wieder 30. Ich kann den halt auch nicht mal eben 30 wegkloppen. Oder 37. Das geht halt nicht. Deswegen muss ich jetzt die ganze Zeit auch immer Block spielen. Na komm, genau. Darauf hatte ich gehofft. Hier einmal platt machen. Das hätte auch schief gehen können. Wir fehlen so ein bisschen. Ja gut, ich habe platt machen. Damit mache ich halt ein bisschen mehr Schaden. Aber so die anderen Karten sind irgendwie alle... Ich habe halt, wie gesagt, zu viele Blockkarten am Anfang bekommen. Immer wenn dieser Held 20 Schaden mit einem einzigen Treffer verursacht, verursache 5 Blut. Das wäre natürlich nett in Kombination mit Plattmachen, Amai, Kandelaber. Plus, ja gut, diese Convenience-Sachen würde ich jetzt eher nicht nehmen. Splitterdorn wäre auch okay.
Aber 5 Karten spielen wäre halt, ne? Wenn ich viele Nuller-Karten hätte, wäre das super. Ich glaube, der Ogerspalter ist hier halt echt am besten. Dann bekommst du den. Pfeilspitze. Oder Duell nach vorn greifen vorne Gegner für 6x2 an. Drachenseele. Erhalte einen Mut. Immer wenn du einen Elite- oder Bosskampf gewinnst, erhöhe die Menge an gewonnenem Mut dauerhaft um 1. Ja, das wäre ganz nett. Auf jeden Fall für mehr Energiegleiter. Kriegen wir halt Block. Aber ich habe auch nichts, um Geist zu erhöhen. Von daher... Nehmen wir die Karten oder die Pfeilspitze. Die Pfeilspitze würde ich halt in diesen... Damit könnten wir halt den Schaden noch erhöhen. Ich glaube, ich nehme echt die Pfeilspitze. Dann würde ich die nämlich eventuell... in Plattmachen reinsetzen. Dann werde ich jetzt wohl erstmal hauptsächlich Plattmachen verwenden. Gut, und das sieht auch ganz okay aus. Dann machen wir hier nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.